Moin Leute, ich bin's, der Steffen, und da sind wir wieder bei Star Wars The Force Unleashed, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich denke, dieses Mal sogar richtig und nicht, dass wir 1000 Level nochmal machen müssen, weil das Spiel irgendwie rumspinnt. Ich habe immer noch nicht ganz gepeilt, wie man den Laserschwertwurf macht, weil das nicht in den Spieloptionen steht. Und deswegen, naja, also wenn irgendjemand mir das erklären könnte, wäre das voll cool. Ich habe ein bisschen im Internet geguckt, aber ich habe nichts gefunden, nur wie man das mit der Wii macht und der Xbox 360 und der PS3. Und das ist ja irgendwie blöd. Wie gesagt, in den Spieloptionen steht nur drin, wie man so den Machtwurf macht. Ich kann natürlich mal... War das bei Macht Upgrades? Da gucke ich nochmal ganz schnell nach. Vielleicht steht das da ja Macht... Lichtschwertwurf. Ach, wir haben den noch gar nicht... Hä? Ich habe den letztes Mal noch freigeschaltet, oder nicht? Okay, dann erklärt sich das gut. Dann haben wir den gar nicht. Habe ich den... Ich meine noch, dass ich den letztes Mal freigeschaltet habe. Naja, dann halt nicht. So, was müssen wir jetzt machen? Das hier sieht aus wie ein Aufzug. Hä, wie kommen die denn hierher? Ich glaube, die sind da runtergefallen, kann das sein? Das Spiel ist seltsam. Jetzt geht der Aufzug hoch, okay. Was zum Henker ist mit dem Spiel los? Klatsch. Okay. Aufzüge sind gefährlich, Leute. So, hier ist nicht viel. Ich denke mal, wir sollen einfach nur bis zur nächsten Tür gehen. Okay, es hat gespeichert. Das heißt wahrscheinlich irgendwas. Oh, wow. Cool. Ach, die Tür öffnet sich automatisch. Na dann. Nice. Also hier ist eine richtige TIE Fighter Fabrik. Und wir sollen da wahrscheinlich einfach durch. Boah, cool. Jetzt haben wir so eine TIE Fighter Kapsel. Okay, die haben wir nach unten geworfen. So, du... Okay, das wollte ich... Nein, 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 ich gehe... Ach du Scheiße. Ich wollte sagen, da haue ich nicht mit dem Laserschwert drauf. Weil diese ganzen Boxen da, die explodieren alle. Na komm her. Und klatsch weg. Ah, das ist ja geil. Ich kann das Ding nehmen und das bewegen. Jetzt kann ich... den Typen. Und weg ist er. Okay, das sah lustig aus. Immer diese komische Kamera, die einem so folgt. Können wir da rein? Vielleicht ist da irgendwas drin. Mir wird angezeigt, dass ein weiteres Lasertor zwischen euch und der Kommandobrücke aktiviert wurde. Sucht seinen Generator und zerstört ihn. Okay, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir diesmal schon auf Kota treffen. Ich schalte das Eindämmungsfeld des Montagebands ab. Das ist das da. Also das ist das Eindämmungsfeld. Komm, verrecke. Ah, da sollten wir nicht reingehen. Jetzt müssen wir hier irgendwo einen Generator finden. Ich nehme an, dass es das Ding ist. Ach, wow, ich habe das Ding voll auf mich draufgeschmissen. Ich hätte das Feld anlassen sollen, hätte ich die ganzen Rebellensoldaten einfach voll da reinschmeißen können. Zack, zack. Wir können aber gleich mal sehen, ob wir irgendwo Upgrades machen können. Weil wir haben gerade irgendwie ein paar Punkte bekommen für irgendwas. Und dann können wir mal schauen. So, ich glaube, das... Nein, das war's noch nicht. Na, guck mal her. Und zack. Da vorne ist wieder so ein Gang. Der mir aber wieder nichts bringt. Ah, das ist wahrscheinlich nur so ein Spawn-Korridor für die KIs. Dann ist der wahrscheinlich genauso. Ja, da spawnen die drin und laufen dann raus, damit die nicht einfach so vor den Spieler aufploppen und das irgendwie blöd aussieht. Aber wir haben einen Jedi-Holocron geöffnet. Das ist cool. Vorhin war da, also in der letzten Folge war da auch eins. Aber da bin ich nicht hingegangen.
So, hier ist noch einer. Ach, jetzt geht's nur zur nächsten Station sozusagen. Dann gucken wir mal schnell, ob wir Macht-Upgrade haben oder so. Ja. Okay, aber das können wir immer noch nicht machen. Also hier haben wir zwei Punkte, die wir machen können. Wir können ja unseren... Ich glaube, hiervon können wir gar nichts... Ne, wir können nur Sachen upgraden, die wir irgendwie schon haben, aber... Weil wir nur zwei Punkte haben bei Machtkräfte, können wir gar nichts upgraden, weil für das brauchen wir vier und für das brauchen wir drei. Wie navigiert man mit Sternchen und Ü? Wer hat sich das denn ausgedacht? Machtfokus, Vitalität... Ich glaube, das habe ich letztes Mal sogar schon gemacht, aber das hat das nicht gespeichert. Okay, hier haben wir einen. Dann können wir Kampfmeditation machen. Oder Kombo-Beherrschung oder Abwehrbeherrschung. Machtfokus. Das wird einem überhaupt nicht erklärt, was man da machen kann, oder? Ich glaube, ich habe das jetzt einfach gemacht, aber ich weiß nicht, was das bringt. So, dann haben wir bei Machtkombos haben wir zwei. Okay. Hier haben wir die ganzen, haben wir schon alle anscheinend freigeschaltet. Von denen ich aber viele, glaube ich, noch gar nicht benutzt habe. Sith-Wurf, Blitzschlag, Blitzbombe, ach du Schande. Lichtschwertschlag. Ach, Info. Ah, man kann wohl eine Info machen, ich bin auch blöd, ne? Da kann ich aber auch rausfinden, wie man den Lichtschwertwurf macht, dann hat sich das erledigt. Ein Schlag auf den Boden, dein Gegner und alle in der Nähe in die Luft wirft. Ey, das hört sich ja cool an. Linksklick, 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 eh. Cool. Können wir mal ausprobieren. Dann machen wir das mal. Okay, und zurück. Das war nicht das. Okay, probieren wir mal das aus. Oh yeah, war das jetzt? 1, 2, 3 und E. Ja, das war das. Nice, cool. Wumms. Die sehen einfach so lustig aus, diese Teile. Die können mir nicht wirklich was anhaben, weil die mich nicht angreifen. Wenn die mich richtig angreifen würden, das wäre irgendwie nervig. Nochmal ausprobieren. Links, 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 nee. Bums. Cool. Was war das denn jetzt? Ich leug mich einfach so auf den Boden. Okay. So, weg mit euch. Man kann diesen Angriff auch in der Luft machen. Das sieht irgendwie komisch aus. Diese ganzen Kombos in dem Spiel. Es gibt so viele. Und zack. So, ich nehme an, das ist wieder nur ein Spawn-Korridor. Ja. Hier ist nichts, aber davon ist noch ein Feind. Ey, der hat mich noch in der Luft getroffen. Du kommst jetzt mal her. Nein, komm. So. Und klatsch. Habe ich den... Ach, ich dachte gerade, das wäre der. Ich habe den nur da hingesetzt. Ich würde mich hier so gerne dran setzen. Das wäre voll cool. Aber wir werfen das nur runter. Okay. Das wäre lustig als super toller Sith Jedi möchte gern... Machtbenutzer mit dem Laserschwert sich an so eine Kanone zu setzen. Und klatsch. So, da vorne ist noch ein Tor. Hier ist nichts. Das ist wieder nur ein Spawn-Korridor, glaube ich. Aber da vorne ist ein Holocron. Ja, hier ist nichts. Leider. Sieht so aus, als hätten wir hier aufgeräumt. Da gucken wir mal, was hier drin ist. Ein Aufzug. Es ist soweit. Kota ist direkt über euch. Ich bin bereit. Okay. Das sieht so aus, als müssten wir uns jetzt Kota stellen. Dann mal los.
Ich hoffe mal, ich verkacke das nicht. Ist schon eine Weile her, dass ich das so gespielt habe. Ich finde diese Bosskämpfe im Spiel sind schwierig. Mit Kota geht das noch, glaube ich. Aber mit den nächsten, da hatte ich echt Probleme, als ich das Spiel so ein bisschen gespielt habe. Sorry, ich bin halt ein bisschen lappig. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Oh, oh, oh. Also wir sind anscheinend ein kleines Kind. So, besiege Kota. Hey. Ah, der wehrt den Angriff ab. Das ist nicht so wie in dem Tutorial mit Vader und diesem Jedi. Wow. So, dann versuche ich mal irgendwie hier alles zusammen zu kriegen, was ich kann hier. Okay, klatsche ich in die Ecke hier. Hat Vader dich gar nichts gelehrt? Ich finde diese Steuerung, die ist... Oh, weg. Ach, du Scheiße. Nein, wie kannst du mich überhaupt so treffen? Ich nehme an, wir hätten diese ganzen Gegenstände hier irgendwie ablocken müssen. Wir können das ja mal so selber ausprobieren. Das war wohl nix. Falsche Richtung. Und... Oha, voll in den Rücken. Okay, er hat wieder dieses komische grüne Feld um sich herum. Aua. Ach, wir können ihn auch nehmen. Okay, das ist ja geil. Wie gesagt, sorry, ist ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Ich habe hier eine kleine Pause gemacht im Spiel und das ist mehr oder weniger ein Blind Let's Play, weil ich nur... Ich habe vielleicht noch eine Stunde weitergespielt nach dem Kampf hier für mich alleine. Wow, Zwischensequenz. Du bist stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Jetzt geht's ab hier. Das Spiel ist so seltsam. Die meisten Spiele haben das ja so, dass die keine FPS-Begrenzung haben oder höchstens eine auf 60 und in Zwischensequenzen auf 30 runtergehen. Das Spiel ist genau umgekehrt. In Zwischensequenzen läuft das Spiel auf 60 FPS und im Gameplay auf 30 und das ist irgendwie total behindert, weil in so einem Spiel will man 60 FPS haben, weil schnelle Reaktionszeiten und so. Okay, wie kann ich das jetzt abwehren? Also das muss ich, glaube ich, noch auf jeden Fall irgendwie lernen. So, klatschen wir den mal in die Ecke. Ich hau den einfach immer nur mit diesem Machtschub durch die Gegend. Wow, jetzt dringen wir in die Atmosphäre ein. Nein, 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 nein. Das sieht so lustig aus, wenn man den nimmt. Nein, ich will hier nicht sterben. Und ich bin tot. Okay, wie geht's jetzt weiter? Also wir sind auch in der... Jetzt in der Atmosphäre von dem... Ja, wir dringen jetzt wieder ein, okay. Also wenn man stirbt, dann spawnt man nach einer gewissen Zwischensequenz und nicht gleich ganz am Anfang wieder. Jetzt haben wir natürlich einen Vorteil, weil wir viel mehr Leben haben als er. Diese Beleidigung. Verdammter Sith-Dreck hier.
Boah, hör mir bloß auf. Ach du Schande. Diese Kamerawechsel immer, das ist so irritierend. Okay, wir haben ihn aber zumindest gleich. Bumsi. Ich hasse Quicktime-Events. Ich komme damit einfach gar nicht klar. Das ist echt so eine Sache von dem Spiel, die ich... Was sollte ich da jetzt drücken? Leertaste. Okay, haben wir. Und jetzt kommt wahrscheinlich E oder STG. E. Und jetzt Steuerung. Oder was? Nein, eine Zwischensequenz. Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Ich spüre nur... mich. Oha. Und das war's. Also ich glaube, den Kampf hätte ich aber auch ohne diesen unnötigen Tod hinbekommen können. Aber, naja, wie gesagt, ich muss mal sehen, wie das mit den nächsten Bosskämpfen wird, weil ich im Spiel nicht sonderlich gut bin, was die Bosskämpfe angeht. Aber wir haben General Kota gefunden und vernichtet. Und wir haben ihm das Laserschwert voll in die Augen gehauen. Dadurch ist er jetzt blind, würde ich mal sagen. So. Meister Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert. Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Castamparatus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Imperator. Ja, nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Ah, Star Wars Musik. Nein, nein, böse. Hör auf, nicht. Okay. Aber wir haben anscheinend ein neues Ziel bekommen. Oder ein neues Outfit. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Coruscant. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Wir gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich, aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Okay, Star Wars Musik, lauter reden. Vielleicht schneide ich einfach den Ton raus an der Stelle hier. Nice, also wir haben einen neuen Auftrag und dürfen ein neues Ziel erledigen. Ich kehre auf eine niedrige Umlaufbahn zurück. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern finden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrott erreichen. Tada, wir haben ein neues Outfit und ein neues Level, ein neues Ziel. Den Typen habe ich schon besiegt, aber da hatte ich echt Probleme mit. Naja, wie gesagt, ich bin im Spiel nicht so die Bombe. Aber ist ja trotzdem erstmal ganz nice. Schon allein diese ganzen Kämpfe. Und da sieht man auch leider die ganzen Grafikfehler. Ich weiß nicht, wieso das ist. Liegt wahrscheinlich wieder an Treibern. Man sieht ja flimmernde Texturen da hinten überall. Aber das war es auch erstmal. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit diesem schönen, naja, Müllplaneten. Und ja, bis dann.